Was geht ab, meine Z-Fighter, Ozer hier. Und in Japan schon Nukem Battle hat eine neue Kampagne angefangen. Es ist wirklich wie ein Mini-Jubiläum. Geht über 4 Wochen mit 2 Parts. Es ist wirklich sehr viel los und wirklich sehr viel Geiles. Wenn wir uns dementsprechend alle Informationen und Details ansehen. Sie selbst heißt die Tanabata-Campaign, falls ich richtig ausgesprochen habe. Bevor wir dann anfangen, ganz kurz zum heutigen Quiz im globalen Dukan Battle. Schaut auf meine Social Media Kanäle vorbei, Twitter, Discord und Instagram. Da poste ich immer die Antworten, welche Antwort ihr geben müsst. An der Stelle gibt es auch die richtige Antwort, ja. Die Antwort von heute ist die 5 Millionen Zenny, also die letzte Antwort mit dem Wow-Emoji. Reagiert drauf, aber wie gesagt, alle Informationen in den Social Media Kanälen. Gut, die Tanabata-Campaign, ja, also wenn ich das richtig ausspreche in JP. Es ist wirklich sehr viel los. Wir werden uns alles ansehen und es ist wirklich richtig geil sogar. Also, nicht, dass sogar die Show des 3-jährigen Jubiläums steht. Nein, Quatsch. Aber es kommt schon fast dran, sag ich mal. Anyways, und zwar haben wir einen Login-Modi, werden es gleich dementsprechend genauer ansehen. Special Missions genauso ist online. Part 2 kommt ab dem 12. Juli. Das Banner von vierfachen Full Power Goku ist online. Wirklich ein sehr gutes Banner, werden wir uns gleich ansehen. Am 7.7. selbst kommt das LR Vegito und LR Gogeta, beide Units kommen zurück in den Banner selbst. Goku Full Power wird auch im Banner sein, natürlich werden die Rates aber dann geringer sein. All diejenigen, die sich noch gedulden können und nicht wissen, wo sie sammeln sollen, ob hier oder hier. Ja, wenn ihr euch eine Woche noch gedulden könnt, dann tut das, damit ihr entscheiden könnt, okay, ich gehe hier rein und hier rein. Hier sind die Rates natürlich höher als hier, weil hier natürlich mehr Charaktere gefeatured sein werden. Unter anderem die 2 LRs. Dragonstone Sale ist online, könnt ihr euch gerne ansehen an der Stelle. Das Dokken-Event selbst ist online, wir werden das in einem separaten Video machen, diejenigen, die das schon mal machen wollen. Ein Tipp, die Shadow Dragon Saga Charaktere machen vermehrt Schaden, tun seine Damage Reduction annullieren und die sind die Charaktere, die vermehrt Schaden im Event selbst machen. Gut, dann haben wir die Porunga-Missionen. Wir können uns Porunga-Missionen, wir können jeden Tag jetzt Dragon Balls einsammeln, indem wir Quests machen, wir werden uns gleich ansehen, alles detaillierter. Strip of Wishes werden wir bekommen als eine neue Barbershop-Währung während der Kampagne und darunter können wir aus bis zu 77 Charakteren welche wählen. Bis zu 7 von diesen Strips können wir uns einsammeln, heißt 7 Charaktere können wir uns aus dem Barbershop holen. 7 SSR aus 77 werden wir uns gleich ansehen, welche dabei sind. Das Story ist ebenso online, werden wir es gleich ansprechen. Dies ist Berg Battlefield. Battlefield kommt ab dem 3. Juli wieder. Da Battlefield wiederkommt, könnten wir vielleicht vermuten, dass LR Metal Cooler aus dem Battlefield erhältlich sein wird. Könnte gut sein, aber vielleicht auch noch woanders, werden wir uns gleich ansehen. Die ganzen Dokumente sind online, könnt ihr euch gerne mal ansehen. Das Event kommt am 7.7. 10 Uhr morgens. Dieses ebenso. LR Kai Sam kommt am 9.7. 10 Uhr morgens. Und boom, was ist das? Ultimate Gohan Extreme Z Fast Banner mit Cooler heißt das Extreme Z Battle von Ultimate Gohan selbst. Hier seht ihr es, wird am 12. Juli kommen um 10 Uhr morgens unserer Zeit. Wir wissen noch nicht viel dazu, wir wissen nur, dass es kommen wird. Die Tage werden aber Informationen reinkommen, dann werde ich es euch auf jeden Fall wissen lassen. Und ein Majin Buu Saga Katori Banner kommt online. Was sagt es uns, wer 1 zu 1 zusammen sehen kann? Richtig. Und zwar wird die Majin Buu Saga Kategorie effektiv sein gegen das Extreme Z Battle von Ultimate Gohan an der Stelle. Also könnt ihr euch vielleicht mal eure Charaktere schon vorbereiten. Super Battle Road kommt zurück, aber das ist nicht alles. Super Battle Road wird jeden Tag ab dem 19. Juli ab 10 Uhr morgens online sein bis zum 31. Juli. Aber warum kommt denn das zurück? Denn es wird eine neue Stage hinzugefügt für Super Battle Road. Wir wissen ja, die Super Battle Road Stages, die 10 Stück, die sind typenbasiert. Jetzt bin ich echt gespannt, auf was die neue Stage basiert sein wird. Kategorie Villains Heroes? Fragezeichen. Was denkt ihr? Lasst mich in den Kommentaren wissen. Das Event hier zu den Girls kommt online am 19. Juli ebenso. Das ebenso kommt auch online. Und das Dreifach Experience of the Quest sind online. Ihr seht schon, es ist wirklich sehr, sehr viel. Wir machen direkt weiter. Das Login Boni. Ist halt echt so, kommt an ein Jubiläum dran. Weil zum allerersten Login, wenn ihr jetzt euch jetzt einloggt, bekommt ihr einen Strip of Wish. Wish Strip. Ich nenne es mal einfach Wish Strip. Ja, das ist, geht einfacher. Ein Wish Strip, mit dem könnt ihr euch einen Charakter holen. Wie gesagt, ein SSR. Bekommt 10 Dragonstones beim ersten Login. Und ab dem 7.7. bekommen dann einen weiteren. Wenn wir uns da einloggen von Strip Wish. Das Ding ist, wir bekommen jeden Tag 2 Dragonstones über 4 Wochen. GG. Das meine ich, dass an ein Jubiläum rankommt. Und wir bekommen sehr viele Orbs. Also Orbs bekommen wir Elder Kai. Und so weiter und so fort. Das Login-Boni ist echt sehr, sehr gut. Loggt euch da auf jeden Fall ein. Also nimmt alles mit, was ihr mitnehmen könnt. Die Mission, meine Freunde. Die Mission, da gibt es wirklich sehr viele Missionen. Ich hatte sie letztens schon eingeblendet. Ich werde sie aber jetzt noch kurz vorlesen. Und zwar, wenn wir irgendeine Stage mit einem Peppy Girl Charakter clearen, bekommen wir einen Strip of Wish. Wenn wir 3 Items im Barbershop eintauschen bzw. holen, gibt uns Friend-Punkte. Wenn wir ein Story-Event einmal clearen, 5x, 10x, 15x, 20x, 20x, bekommen wir gewisse Sachen, unter anderem 5 Dragon Stones. Wenn wir 250 Stamina hier an der Stelle verballern, bekommen wir Training-Items, 500 Training-Location. Und wenn wir alle
Missionen von diesem Set 1, nenne ich es mal, clearen, bekommen wir 7 Gemstones. Set 2, beziehungsweise ja, ich nenne es einfach mal jetzt Set 2 und das untere Set 3. Läuft folgendermaßen ab, wenn wir hier eine Stage clearen, irgendein Dokkan-Fest-Stage bekommen, einmal, fünfmal, zehnmal, bekommen wir hier an der Stelle gewisse Sachen. Wenn wir hier einen Charakter, dessen Essay auf Essay 5 bringen, bekommen wir ein Essay Sleeping Elder Kai. Wenn wir es auf Essay 10 bringen, bekommen wir zwei Elder Kai. Welchen Charakter macht ihr da? Am besten die von der Story, wenn wir gleich ansehen an der Stelle. Wenn wir einen Charakter Dokkan erwecken, einmal, zweimal, bekommen wir auch gewisse Sachen. Wenn wir 1000 Stamina verballern, nochmal ein Strip of Wish. Strip Wish. Das ist ein komischer Name. Wenn wir 1500 Stamina verballern, bekommen wir einen Elder Kai. Wenn wir aus diesem Zeitinset alle Events schaffen, bzw. Missionen, bekommen wir 7 Jankstones an der Stelle. Genau. Dann geht's auch noch weiter. Wenn wir irgendeine Stage 5-mal clearen, mit nur Superattacken, also dann dürfen wir nur Superattacken benutzen. Wenn wir eine Stage clearen in weniger als 2 Minuten, bekommen wir auch einen Elder Kai, SR hier Sleeping Elder Kai. Wenn wir 10 Stages clearen, indem wir keinen Schaden bekommen, bekommen wir 5 Dragonstones. Wenn wir hier einen Charakter, dessen Potential Root in Hidden Potential System 2-mal, 4-mal öffnen, bekommen wir Reverse Medaillen. Und dann bekommen wir noch hier gewisse Orbs an der Stelle, dafür, dass wir 200, 300 Potential Routen öffnen, also die Routen selbst, die Nodes, die Wurzeln, und dann bekommen wir quasi das Ganze hier. Halt insgesamt, wenn wir da 300 öffnen, dann habt ihr das quasi. Wenn ihr irgendeinen Charakter habt, den ihr dupen wollt, dann dupt ihn, dann bekommt ihr die ganzen Sachen, um es einfach zu sagen. Wenn wir 2000 Summoner hier an der Stelle verballern, bekommen wir nochmal einen Strip Wish, und bei 2500 bekommen wir von jedem Typus einen Grand Kai. Und wenn wir das alles klären, bekommen wir hier an der Stelle 7 Dragonstones. Auf jeden Fall von der Mission sehr viele Dragonstones, aber auch aus dem Login-Boni. Nun selbst zu den 77 SSR, die ihr euch auswählen könnt aus dem Barbershop. Nehmt euch mal kurz Zeit, schaut sie euch gerne an und überlegt euch, wen ihr holen könnt. Es sind wirklich sehr gute Units mit dabei. Könnt euch auf jeden Fall hier an der Stelle ansehen. Das sind wirklich sehr gute Units. Wie gesagt, ihr könnt sie mit diesem Strip Wish holen, im Barbershop eintauschen. Und wenn ihr euch heute jetzt schon eingeloggt habt, und wenn wir das mal ganz kurz machen, ich habe auch meine Login-Boni noch nicht geholt. Ich habe mich heute eingeloggt, da seht ihr schon, bekomme ich meine Login-Boni. Dann könnte ich hier eventuell einen Charakter aus dem Barbershop holen. Ich sage euch gleich, woher der kommt. By the way, wir haben hier 49 Stones. Ich werde auf jeden Fall die Tage Stones farmen, sammeln. Und dann werden wir auf jeden Fall einen Goku-Banner sammeln. Wenn wir dann hier hingehen, in Barbershop, und dann unser Strip of Wish benutzen quasi. Einmal hier rüber, dann seht ihr, okay, boom, aus den Charakteren könnt ihr euch erzählen. Es sind wirklich gute Units dabei, entscheidet für euch selbst. Wenn ihr mich fragen würdet, welchen würde ich mir holen, ich würde es davon abhängig machen, welchen ich gerade am nächsten brauche. Aber es sind echt gute Charaktere dabei, zum Beispiel Godku bei den Strength Units, Vegeta Blue sind mit dabei. Und Super Saiyan Gotenks, Z-Tanks, Pana Supporterin, Sin Shenlong. Also nehmt euch da mal eine freie Minute und guckt auf jeden Fall, welche Charaktere ihr braucht. Und wählt, also es sind wirklich gute Charaktere dabei, bei allem Respekt, finde ich sehr, sehr gut an der Stelle. Genau, dann machen wir mal weiter wegen den Porunga-Missionen. Wegen den Porunga-Missionen. Und zwar werden jeden Tag neue Missionen freigeschaltet, neue Quests, die wir bewältigen müssen. Ich werde euch eine Liste einblenden und da werdet ihr sehen quasi, was man jeden Tag machen muss. Ihr könnt euch aus diesen folgenden Sachen dann Wünsche auswählen. Heißt, in den nächsten 7 Tagen, wenn ihr die 7 Dragon Balls einsammelt, könnt ihr euch 3 Wünsche aus diesem Set hier wählen. 2 bekommen. Total, aus den ganzen Missionen, aus den ganzen Logimoni und aus den Porunga-Missionen, aus der ganzen Celebration bekommen wir 7 Stück von diesen Strip Wishes, wenn ihr das hier natürlich noch mitwünscht. Grand Kai könnt ihr euch aussuchen, Potential Orbs und so fort. Was müssen wir für heute machen? Heute müsst ihr euch, schaut da auch auf meine Social Media Kanäle vorbei, ich poste das Ganze. Heute müssen wir eben eines dieser Wish Strips benutzen, im Barbershop gegen Charakter tauschen, dann bekommen wir den ersten Dragon Ball. Ich werde das vorerst erstmal nicht machen, weil ich bin noch nicht sicher, wenn ich hier holen werde. Das Event hier ist online, warum ich zeige ich es euch ganz kurz, weil diesen Goku hier könnt ihr benutzen, um die Essay von dem neuen Goku aus dem Banner zu erhöhen, zu farmen, wenn ihr das machen wollt. Und dann würde ich euch gerne mal ganz kurz was anderes zeigen. Und zwar haben wir das Story-Event. Es sind 7 Stages, macht die Stages, ihr bekommt dann 14 Dragonstones für jede Schwierigkeitsstufe. Was gibt es hier Wichtiges zu sagen auf Stage 2? Job. Kann entweder der Free-to-Play-Freezer droppen, Free-to-Play-Sell, es sind auch die SA, also mit denen könnt ihr auch die SA erhöhen, von dem, die aus dem Banner. Und zack, braucht ihr die Medaillen von den beiden UC, weil 10 Stück für Freezer, 10 Stück für Cell. Hier droppt Android 18, könnt ihr euch auch erfahren auf SA 10, Hellfighter 17 auch an der Stelle. Und die Medaillen für Goku braucht ihr hier, um den SSR Strength Goku, den neuen zu erhöhen, zu erwecken. Da braucht ihr unter anderem 7 von den Story Event Medaillen und 21 von den neuen Dokkan Event Medaillen.
Das Dokkan von Super Saiyan 4 Goku Full Power ist keine Stage 3 zum Super Saiyan 4 Goku Event, sondern ein neues Event. Sie hat Super 2, gibt es ja an der Stelle. Wie gesagt, die Shadow Dragon Charaktere sind hier effektiv gegen ihn, um ihn den Dude zu erwecken. Braucht die 77 Medaillen. Das Event ist echt schwer. Hat eine gewisse Zeit, braucht man, kann man ihn nicht sehen oder stunnen. Dann zu guter Letzt ist das Banner noch online und das Banner, oh mein Gott, Freunde, das Banner hat es wirklich in sich. Aber wenn ihr gedulden könnt, dann wartet auf das von der nächsten Woche, um zu gucken, was für welches Inhalt dieses hat. Aber dieses Jahr hat den Full Power Super Saiyan 4 Goku, vielfacher Gogeta, vielfacher Vegeta, Omega Shenlong, den neuen Goku ist auch an der Stelle sehr solide, neuen Freezer Cell und SR Sin Shenlong. Also bei allem Respekt aus diesem Banner könnt ihr euch wirklich sehr gute Charaktere ziehen. Vor allem ein komplettes Shadow Dragon Saga Team. Also wirklich, das Banner ist wirklich sehr, sehr gut. Wie gesagt, ich werde hier an der Stelle Zones sparen. Aber das wäre alles dann zu den Informationen zu Tanabata Campaign im japanischen Dokkan Battle. Ihr seid auf jeden Fall informiert. Wie gesagt, ihr habt gesehen, es ist wirklich sehr, sehr viel los. Ich hoffe, ich konnte dementsprechend euch alles rüberbringen. Wenn ja, gebt den ganzen ein Like. Und wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done, next time you ain't won't be around.